So, jetzt sind wir am Stand bei Rocco. Neben mir Jens Köhler, Digitalexperte bei Rocco. War auch schon bei uns im Live-Shopping, beim Sommerfest. Also ein bekanntes Gesicht bei uns, aber auch bei Rocco selbst. Lieber Jens, was habt ihr denn hier, was komplett neu zu zeigen? Ja, wir haben halt einige Neuheiten, die kommen. Zum einen die 288, schon das erste Muster aus der Produktion, ist gerade in der Fertigung, wirklich fast noch druckfrisch, noch feuchter Lack. Feuchter Lack, direkt ja, so aus frisch, der Produktion ja. gekommen. Das erste, oder eins der ersten Fahrzeuge, ja. die fertig montiert sind. Muss auch gestehen, jetzt, sieht super aus. Ist jetzt in der Fertigung, ja. wird dann noch, sagen wir, die nächsten vier Wochen, die nächsten noch vier Wochen dann soll es also dann ausgeliefert werden. Mai, Juni. Genau. Klasse. So, spätestens Ende Mai soll es dann im Handel verfügbar sein. Vielleicht zu Vatertag. Schauen wir mal. Dann haben wir auch schon das erste komplette Muster von der BR 38, noch als komplettes Handmuster. Mhm. Aber im Prinzip jetzt fast alle Teile, die jetzt in der Form, also fast alle Formteile ja. sind fertig. Die Vorserie wird demnächst auch komplett stattfinden. Ist jetzt noch ohne Antrieb, aber zumindest schon erstmal alle Teile, dass man die Lok zumindest schon mal so in der Gänze so zeigen kann. So 1:87 sehen kann und dann man sieht auch, was aus Metall ist, was ist aus Kunststoff. Ja? Genau. Das ist auch mal ganz schön zu sehen. Also die Teile sind wirklich noch urgespritzt, also ja. unlackiert, unbehandelt, ja, so wie ja. sie halt aus der Form kommen. Ja, toll. Genau, wenn und ein Stück weiter. Habt ihr da schon ungefähr einen Termin? Also die Reichsbahnversion, wenn alles gut läuft, soll dieses Jahr noch kommen, im Dezember. Ja. Die Bundesbahnversion wird dann wahrscheinlich erst im Januar werden. Ja, aber ist zumindest ja schon mal absehbar. Das ist ja eine tolle Nachricht auf jeden ja. Fall. Wir hoffen es halt, es hängt auch immer darauf an, wie kriegt man die Decoder. Das ist ein ja, bekanntes Problem leider. Ist aber aktuell eine schwierige aktuell Situation. Sieht es ja. ganz gut aus, dass man. Aber das habt ihr mit eingeplant in der Liefer- ist schon mit. Jetzt ein bisschen, ja. dass so ein bisschen Verzug ist. Ja. Na, man guckt dann schon, dass man sagt, okay, für so ein Highlight ja. lässt man vielleicht mal ein paar Decoder noch in der Schublade, ja. die man dann zu Weihnachten noch schnell rausholt, dass man die ja. dann auch wirklich noch vor Weihnachten ausliefern können. Ja, guter Plan. Jetzt habe ich die andere so ein bisschen versteckt, glaube ich. Da müssen wir mal hin. Genau, da müssen wir mal ein paar Schritte zurückgehen. Die T466 im Prinzip auch. Die ersten Teile aus der Form, das wären dann zwar Zinkalteile, jetzt aber ja. erstmal in Kunststoff gespritzt, wirklich die ersten Formteile, die fertig sind. Im Prinzip schon mal ein kleiner Zwischenstand, was wir schon zeigen können. Ja, machen wir gleich noch ein paar Nahaufnahmen, würde ich behaupten. Habt ihr da auch einen Liefertermin? Habe ich spontan jetzt nicht im Kopf, aber soweit ja. ich weiß, soll sie auch noch im Herbst kommen. Also weil auch sie doch noch vom Ganzen Jahr nicht ganz so aufwendig ja, ist toll. Wie doch die 38er. Mhm. Und deswegen Stand jetzt oder meines Wissens soll sie noch dieses Jahr kommen. Super. Ja, lieber Jens, danke für die Infos. Nichts zu danken. Wie ist denn deine aktuelle Meinung, wie ist die Stimmung auf der Messe jetzt hier? Anderthalb Tage jetzt schon gewesen. Gibt es so ein kleines Zwischenfazit? Die ersten beiden Tage wurden wir fast überrannt. Ja. Gestern gab es ja kaum noch, bei uns am Dresenstand kaum noch die Anlage gesehen, Wahnsinn, die zwei ja. Meter weg ist. Also sehr gut besucht die Messe. Schön, auf jeden Fall. Bin ja. gerade mal so fünf Minuten rumgekommen, überall auch schöne Anlagen zu sehen. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Ja, also finde ich auch eigentlich mal wieder eine sehr schöne Messe, total voll, gut besucht. Aber es ist total voll, ja klar, erster Tag, logisch. Gut. Aber schön. Wir leben ja von den Besuchern und definitiv. Die Besucher nützt die Messe uns auch nichts. Ja. Wir wollen ja die Sachen zeigen, die Sachen verkaufen, präsentieren. Ja. Und da brauchen wir halt die Besucher. Ja, auf jeden Fall. Aber die Stimmung war durchweg positiv. Also bei uns am Stand, beziehungsweise ich habe jetzt hier so auf der Messe gemerkt, es war gar nicht so. Wie man das manchmal kennt, so ein kleines Negativ oder ich habe dies probiert, jetzt. Es war eigentlich eine durchweg positive Stimmung, habe ich das Im Großen und Ganzen war es die Stimmung sehr positiv. Sicher hast du auch mal einen, der dann mal Kritik äußert. Ich meine, ja, das ist auch Kritik ist auch mal ja. angebracht, wenn es seriös rübergebracht wird. Es gibt halt dann diese typischen Meckerer, aber die, wie du schon sagst, sind, werden weniger. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber letztendlich mit dem Kritik, da kann man ja mit leben, ist auch wichtig. Ja, und die Probleme die Rückmeldung hier vom Kunden brauchen wir ja auch. Ja. Super, freut mich zu hören, dass bei euch ist auch alles positiv gelaufen ist auf der ja. Messe. Und lieben Dank fürs Interview. Gerne. Und dann bis zum nächsten Live-Shopping. Ja? Jawohl.